Bienvenidos a Paraguay! Am 1. April diesen Jahres hatten wir die Auswanderer gebeten, mal ihre Erfahrungen in Sachen Paraguay zu teilen, und zwar insbesondere die Rück- und Weiterwanderer, also diejenigen, die ihre Paraguay-Auswanderung bereits wieder beendet haben. Und einige haben sich dort in dieses Formular eingetragen und die Ergebnisse gibt es gleich hier. Also, bleibt dran! Paraguay, Pioniere! Ja, vorab möchte ich ein großes Kompliment aussprechen. Meine Sorge war ganz ehrlich, dass die ähm, Rückwanderer oder auch Weiterwanderer, die es in andere Länder weiterzieht, vielleicht die Auswanderung oder dass es nicht so geklappt hat, alles auf das Land schieben würden und ähm, dass es vielleicht sehr unkritisch oder wenig selbstkritisch vonstatten geht. Und ich habe mich da komplett getäuscht. Wir haben insgesamt elf Antworten bekommen und äh, ich danke allen, die hier an der Umfrage teilgenommen haben, ganz herzlich und möchte die Antworten auch einfach ungefiltert hier wiedergeben. Also, ich gucke mal eben hier in unsere Datenbank rein. Damit ich es lesen kann, werde ich eine Brille aufsetzen. Also, ich nummeriere die mal durch. Fall Nummer eins, Vorbereitung war mir die erste Frage. Fall Nummer eins ohne Erkundungstour und ohne vorherige Beratung nach Paraguay gekommen im ersten Halbjahr 2021, wie es danach weitergeht, da haben wir die Option, ob die Menschen nach Paraguay, äh, nach Deutschland zurückgehen, ob sie weiterziehen in ein anderes Land oder will ich nicht sagen. Wir haben hier will ich nicht sagen, wir wissen also nicht, was aus den Personen geworden ist. Warum bin ich ausgewandert? Wir wollten Selbstversorgung im Chaco betreiben und uns vor politischen Eingriffen in die Familie schützen. Warum wandere ich zurück? Es war viel zu heiß. Und ganz von der Regierung kann man sich doch nicht abkapseln. Wir mussten feststellen, dass wir für ein Bauernleben nicht geeignet sind. Und unsere Kinder brauchen Artgenossen und Weiterentwicklung. Das können wir nur bieten, wo es auch eine Gesellschaft gibt, die mit dem Fortschritt mithält. Leider ist Paraguay da ganz schlecht aufgesetzt. Was würde ich anders machen? Mehr Leute vor der Reise kontaktieren und viele Fragen stellen. Und mein Tipp an andere Auswanderungsinteressenten, macht es nicht. Sogar in Paraguay können sie euch eure Kinder wegnehmen und verdammen lassen. Ihr müsst immer auf der Hut sein. Passt auf euch und eure Familie auf. Boah, starker Tobak, aber ich gebe es wie gesagt eins zu eins wieder. Was denkst du über die Erfahrung? Da gab es mehrere Antwortoptionen und hier ist gewählt worden, ist okay, muss ich aber nicht wiederhaben. Was hat dich deine Auswanderung gekostet? 100.000 Euro in diesem Fall. Äh, zu der Zahl muss ich sagen, diese Kosten setzen sich aus verschiedenen Positionen immer zusammen. Wo können Kosten entstehen? Wer mit Container auswandert und den Container hin und wieder zurück transportieren lässt, kann schon alleine dadurch gut und gerne 20.000, 30.000 Euro los sein. Dann haben wir Kosten für die Einwanderungspapiere, also für die CEDULA oder jetzt für den äh, Aufenthaltstitel. Ähm, es entstehen Kosten vielleicht durch den Autokauf und wieder Verkauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so gerechnet wurde. Die echten Kosten wären für mich Ankaufpreis des Autos minus Verkaufspreis, den ich am Ende bekommen habe. Man könnte jetzt auch die Lebenshaltungskosten dazu rechnen oder auch nicht, weil man die in Deutschland ja auch gehabt hätte. Und ähm, gegebenenfalls Immobilienerfahrungen. Wer eine Immobilie kauft und für einen Geringeren Preis später wieder verkauft, hat natürlich auch an der Stelle draufgezahlt. Und hier beläuft sich die Gesamtsumme auf 100.000 Euro. Auswandern leicht gemacht. Der Masterplan für dein neues Leben. Egal in welches Land du auswanderst, dieses Buch bereitet dich optimal vor, damit du keine wesentlichen Fehler machst. Darin sind Checklisten, Lifehacks und Musterbriefe zu finden. Den Bestelllink findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gut, der Fall Nummer zwei, ich hatte die sortiert jetzt. Das beginnt mit denjenigen, die am wenigsten vorbereitet waren. Fall Nummer zwei ist also auch ohne Erkundungstour und ohne Beratung ausgewandert, und zwar in 2019 oder vorher und ist nach Ende des Paraguay-Abenteuers weitergewandert in irgendein anderes Land, welches wir nicht kennen. Warum bin ich ausgewandert? Hier ist allgemein erläutert, 1988 von Polen nach Deutschland ausgewandert und dann vor zwei Jahren nach Paraguay. Warum wandere ich zurück? Ist offen. Was würde ich anders machen? Ist auch offen. Tipps auch nicht. Wie denkst du über die Erfahrung? Will ich nicht sagen. Und über die Kosten haben wir auch keine Infos. Okay. Machen wir gleich mit dem dritten weiter. Auch ohne Erkundungstour und ohne Beratung vorher im zweiten Halbjahr 2020. Die Auswanderung endete mit einer Rückwanderung. Warum bin ich ausgewandert? Politik und Impfung als zwei Stichworte. Warum wandere ich zurück? Heimweh, Sehnsucht nach deutscher Kultur, Wald, Weihnacht, kühle Temperaturen, gutes Essen, Wandern, Schönheit von Architektur, Ordnung, einfach sehr stark Heimweh. Was würde ich anders machen, wenn ich nochmal auswandern würde? Ich würde in Deutschland bleiben. Mein Tipp an andere Auswanderungsinteressenten, man kann das vorher nicht abschätzen, da emotional. Also man kann sich über die fachlichen Dinge alle gut vorbereiten, aber was die Emotionen nachher sagen, wenn man hier ist, das weiß man vorher nicht. Wie denkst du im Nachhinein über deine Auswanderung? Hier wurde gewählt eine interessante Erfahrung. Bei den Kosten steht hier eine Null. Gut, gebe ich genauso wieder. Flugkosten wären auch noch Kosten übrigens. Ne? Dann haben wir den vierten Fall, ist ausgewandert mit einer Beratung vorher, aber ohne eine Erkundungstour, und zwar im zweiten Halbjahr 2021. Die Auswanderung endete mit einer Weiterwanderung in ein weiteres Land, also nicht zurück nach Deutschland. Warum ausgewandert? Situation in Deutschland, Themen wie Enteignung, Demokratieverlust, steigende Preise, Ideologie und Moral vor Verstand. Zu viele Flüchtlinge, Deindustrialisierung und mehr. Warum wandere ich zurück? Wir bekommen kein ordentliches Konto und trotz aller beigebrachter Unterlagen kein Geschäftskonto. Klima oft sehr heiß, Qualität, Schulunterricht nicht gut. Wegen sozialer Kontakte wollen wir keinen Online-Unterricht. Und auch hier in Paraguay deutlich steigende Preise. So, ähm, wir. Was würde ich anders machen? Wir würden das Land vorher für etwa drei Monate besuchen, um das Land und die Mentalität der Menschen kennenzulernen. Mein Tipp an andere, ja genau das, vorher mal kommen und drei Monate kennenlernen. Wie denkst du über deine Erfahrung? Eine interessante Erfahrung. Was hat dich das alles gekostet? In etwa 100.000 Euro. Dann haben wir den Fall Nummer 5, gekommen mit Beratung, aber ohne Erkundungstour, und zwar in 2019 oder vorher. Am Ende der Auswanderung erfolgte eine Weiterwanderung in ein anderes Land. Warum ausgewandert? Altersarmut in Deutschland, Wirtschaft und Sozialpolitik in Deutschland, schlechtes Wetter, vor allem aber keine Wohnungen mehr aufgrund der zu vielen Flüchtlinge, insbesondere keine bezahlbaren Wohnungen. Deutschland ist für Rentner viel zu teuer geworden, in Klammern Inflation, Armutsrente. Warum wandere ich zurück? Ich reise nach Kolumbien weiter. Das Land ist vielfältiger und schöner. Karibik, Pazifik, Amazonas, Natur. Bleibe zwei Jahre in Paraguay, Argentinien, Brasilien als Wartezeit für Rentnervisa in Kolumbien. In Paraguay sind mir zu viele Deutsche und das Land war nie erste Wahl, jedoch leicht zu emigrieren. Stark zunehmende Einbrüche in Casitas, Sicherheit wird zunehmend wichtiger. So, dann haben wir, was würde ich anders machen? Sich viel Zeit zum Ankommen lassen, lange möbliert wohnen, über Airbnb einchecken, erste lokale Kontakte knüpfen und sich viel von den Paraguayern helfen und erklären lassen. Die kennen ihr Land am besten und helfen total gern. Einwanderung über einen Einwanderungshelfer. Neue Entscheidungen erst im Laufe der Zeit treffen. Mein Tipp an Auswanderungsinteressierte. Ziele setzen, wie ich in dem Land leben möchte. Oder besser, Ziele mit der Zeit entwickeln lassen. Erst unbedingt einige Monate möbliert oder Ferienwohnung leben, so bleibt man mobil und lernt das Land kennen. Ich rate vom Kauf einer Immobilie ab, wenn man nicht hundertprozentig überzeugt von Paraguay ist und das Land nicht aus dem FF kennt. Unbedingt gut Spanisch sprechen können. Viele lokale Kontakte aufbauen. Die Paraguayer erklären dir gern und kostenfrei, wie die Uhren hier laufen und sind sehr hilfsbereit, um das Land hier begreifen zu lernen. Weniger deutsche Kontakte bzw. wenden ohne Geldleistung. Die Deutschen ziehen besonders den Neuankömmlingen gern das Geld aus der Tasche. Beratung einwandern, Wohnungssuche, auf Sicherheit und Geld achten. Ja, ich habe mir vorgenommen, das alles nicht zu kommentieren. Ich bleibe dabei. Interessante Erfahrung. Das ist das generelle Fazit. Was hat es dich gekostet? Da steht eine Null. Dann haben wir den Fall Nummer 6. Vorbereitung, auch nur mit Beratung ausgewandert, ohne eine Erkundungstour. Wann ausgewandert? Erstes Halbjahr 2022 und am Ende der Auswanderung nach Paraguay weitergewandert in ein anderes Land. Warum ausgewandert? Ganz klar die Politik und dem damit verbundenen Werteverfall in der westlichen Gesellschaft. Warum wandere ich zurück? Keine Perspektive für die Kinder und deren Geldeinkünfte. Was würde ich anders machen, wenn ich noch einmal auswandern würde? Mehr im Gebet mit Jesus absprechen, bevor man so eine Entscheidung trifft. Mein Tipp an andere Auswanderungsinteressenten: Auswandern nur mit sehr viel Geld. Das Ganze wird bewertet als eine interessante Erfahrung und gekostet hat es in Summe in etwa 15.000 Euro. Und dann haben wir den Fall Nummer 7: Ausgewandert mit einer Erkundungstour vor der Auswanderung und zwar in 2019 oder vorher. Wo es am Ende dann hinging, will die Person nichts sagen. Warum ausgewandert steht nichts. Zurück steht auch nichts. Ansonsten steht da gar nichts mehr. Wie denkst du über die Auswanderung, will ich nicht sagen. Gut, haken dran. Dann haben wir Fall Nummer 8. Ausgewandert mit Erkundungstour vor der Auswanderung im zweiten Halbjahr 2021. Das Ganze endete mit einer Rückwanderung nach Deutschland oder Österreich-Schweiz. Wir wissen es ja nicht. Warum ausgewandert? Corona-Politik, politische Lage allgemein und die Angst vor Impfpflicht und Enteignung. Warum wandere ich zurück? Im Vergleich Paraguay-Deutschland, also Deutschland ist es konkret, entscheide ich mich jetzt für Deutschland. Ich vermisse hier die Natur, Wald, Stille, kalte Temperaturen, tiefgreifende Freundschaften, meine Arbeit, Zukunftsaussichten für Kinder und Freizeitangebot. Was würde ich anders machen? Ich würde es... Nochmal genauso machen, würde aber mehr Sachen in Deutschland einlagern, anstatt alles zu verkaufen. Mein Tipp an andere Auswanderungsinteressenten. Schaut euch das Land erst an, wandert dann aus. Sehe die Entscheidung für das die Entscheidung für das Land nicht als final und seht es als zeitlich begrenzte Auszeit. Nach einer gewissen Zeit, ein oder zwei Jahre, zieht Bilanz und schaut, ob ihr bleiben wollt oder nicht. Finde ich eine großartige Empfehlung. Wie denkst du generell über die Auswanderung? Interessante Erfahrung. Bei den Kosten haben wir keine Angabe. Das war Fall Nummer 8. Drei haben wir noch. Nummer 9 ist ausgewandert mit einer Erkundungstour vor der Auswanderung im zweiten Halbjahr 2022, also noch gar nicht so lange her. Jetzt Weiterwanderung in ein anderes Land. Warum ausgewandert? Aus politischen Gründen, Gesundheitspolitik und Abenteuerlust. Warum wandere ich zurück? Raubüberfall, Heimweh nach Europa. Was würde ich anders machen, wenn ich noch einmal auswandern würde? Mir länger Zeit lassen, Entscheidungen zu treffen über den Wohnort innerhalb des Landes und über Käufe innerhalb des Landes. Empfehlung an Auswanderungsinteressierte. Lasst euch Zeit mit dem Kauf einer Immobilie. Lasst nicht so viele unterschiedliche Arbeiter innerhalb kurzer Zeit in euer Haus. Sichert euer Haus gut ab. Wohnt in einer Nachbarschaft nicht ganz alleine. Hört auf euer Bauchgefühl. Wie denkst du über die Auswanderung? Nachher als Gesamtfazit. Ist okay, muss ich aber nicht wieder haben. Über die Kosten keine Angabe. Dann haben wir den Fall Nummer 9. 9 und äh, 10, nee, 10 ist das jetzt schon, meine ich. 10, 9, 10. In jedem Fall die letzten beiden, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 kommen jetzt noch. Die letzten beiden jetzt sind ausgewandert mit Erkundungstour und einer Beratung vor der Auswanderung. Und zwar der 10. im ersten Halbjahr 2020. Wie ging es weiter? Wohin will ich nicht sagen? Weitere Infos auch nicht. Okay, das war's. Dann bleiben wir beim letzten, beim 11. Auch ausgewandert mit Erkundungstour und Beratung und zwar in 2019 oder vorher. Die Auswanderung endete mit einer Weiterwanderung in ein anderes Land. Warum ausgewandert? Paraguay war das einzige Zielland. Schon, das System spinnt hier gerade nochmal. War das einzige Zielland, wo man als Deutscher mit wenig Geld halbwegs auskommt. Grund ist die politische und finanzielle Lage in Deutschland. Das Land wird absichtlich mit kriminellen Ausländern geflutet. Ich zitiere hier original. Und das Leben für die Deutschen wird immer unbezahlbarer. Zumal wir Kinder wollen, was in Deutschland fast unmöglich ist, wegen Geld, Zwangsimpfung, Schulpflicht und so weiter. Das waren die Gründe. Warum wandere ich zurück? Paraguay ist top. Auch die Schulen finden wir gut, da der Unterricht viel näher am Alltag ist und nicht wie in Europa, die Köpfe mit 70 Prozent Überflüssigem gefüllt werden. Allerdings ist das Leben mit Spanisch und der Mentalität der Paraguayer relativ schwierig und man muss sich extrem einschränken. Wir sind dank Green Card weiter nach Nordamerika an die kanadische Grenze. Dort spricht man Englisch, die Mentalität ist deutlich besser und man hat fast die gleichen Freiheiten wie in Paraguay. Und das Wetter ist besser. Das permanent heiß-schwüle Wetter geht auf die Nerven. Was würde ich anders machen? Wir würden versuchen, nach Uruguay oder Kanada zu kommen. Leider geht das nur mit sehr viel Geld. Mein Tipp an andere Auswanderungsinteressierte: Verlasst euch auf keinen Fall auf Landsleute vor Ort, die euch aufzwingen oder ganz nett behaupten, sie helfen euch. Gute Hilfe kostet Geld oder längere Bekanntschaften, wo ein echtes Vertrauen vorhanden ist. Gesamtfazit, wie denkst du drüber? Eine interessante Erfahrung, über die Kosten keine Informationen. Gut, das waren jetzt die elf Fälle insgesamt, wo uns jemand hier die Fragen beantwortet hat. Manchmal komplett, manchmal nicht so komplett. Generell nochmal vielen, vielen Dank für die große Offenheit bei dieser Umfrage. Ich glaube, dass eine gute Vorbereitung in jedem Fall hilft. Also vieles, was dort die Auswanderer und Weiter und Rückwanderer geschrieben haben, kann ich nur aus vollem Herzen unterstützen. Es hilft mit Sicherheit sich vorher zu informieren, so viele Informationen wie möglich einzuholen eine Erkundungstour zu machen, sich aber auch bewusst sein, diese Internetinformation. Wir geben unser Bestes. Wir informieren so viel und so objektiv wie möglich über Paraguay. Wir beleuchten alle Seiten. Das war jetzt mal die Seite derjenigen, die mit Paraguay nicht einverstanden waren. Es gibt sicherlich auch eine große Zahl von denen, die hier geblieben sind. Die würden jetzt viel positiver sprechen. Aber wir wollten eben auch den Rückwanderern einfach mal eine Stimme geben. Und ähm, ja, also in jedem Fall lohnt es sich, erstmal herzukommen und das Bauchgefühl zu befragen. Denn man kann sich zwei, fünf oder hundert Internetvideos angucken. Das Bauchgefühl, was man hat, wenn man herkommt, kann einem niemand ersetzen. Und die Spannbreite, die wir erlebt haben. Wir haben mal ein Video gemacht, ein Interview mit dem äh, Tobias war das, der sagte, nach wenigen Tagen hier in Paraguay hat er gewusst, hier möchte ich alt werden. Und das ist mein Land. Und er hatte schon über 60 Länder gesehen. Das ist eine mögliche Reaktion. Und eine andere Reaktion war mal von einem Schweizer Paar, die waren, nachdem sie den Flughafen eine Stunde verlassen hatten, sicher, dass es nicht ihr Land wird. Die haben gesagt: Es ist dritte Welt. Wo sind wir denn hier gelandet? Oder wir wollen wieder zurück und wir können den Rückflug gar nicht abwarten. Das ist auch eine Reaktion. Und Beide haben ja das gleiche Land erlebt. Der, der nach wenigen Tagen sagt, hier möchte ich alt werden und die, die nach wenigen Stunden sagen, ich will zurück nach Europa. Also es hängt ganz, ganz viel mit einem selber zusammen, mit dem, was man selber in sich spürt, wie offen man ist, wie offen man für Veränderung ist, wie sehr man sich auf andere Dinge einlassen möchte. Das sind ganz viele Faktoren. Und am Ende steht immer wieder der Rat, kommt her, seht es als temporär an. Wir haben auch gesagt, wir machen das mal ein Jahr und dann entscheiden wir. Und wir haben nach einigen Wochen gesagt, das machen wir, hier bleiben wir. Aber man kann sich auch ein Jahr Zeit lassen und erstmal das Land in allen Aspekten erkunden. Wenn man mit Kindern herkommt, da haben wir einiges zugehört, dann muss man sich über die Schulen Gedanken machen. Im Grunde hat man vier Varianten. Die Kinder gehen gar nicht mehr zur Schule. Es ist eine persönliche Entscheidung. Ich würde es nicht machen, aber das ist nur meine Meinung. Die Kinder gehen auf eine einfache paraguayische Schule, dann erlebt man den, die Kapitulation des Bildungswesens. Ich glaube, das kann ich sagen, wenn man europäische Maßstäbe gewohnt ist. Man könnte die Kinder auf eine Online-Schule schicken, was generell keine schlechte Idee ist, aber dann muss man die äh, sozialen Kontakte irgendwie anders organisieren. Oder man schickt die Kinder hier auf eine gute Privatschule. Das ist sicherlich für die Kinder gut, aber es kostet einfach Geld. Und wenn ich das habe, ist gut, dann kann ich es machen. Und wenn ich es nicht habe, dann, dann geht es halt nicht. Und da muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Ich stimme denen zu, die sagen, dass Kinder hier in Paraguay wenn sie noch nicht integriert sind, keine so guten Langfristperspektiven haben. Wenn die Kinder sich hier gut integrieren, dann sehe ich das persönlich ein bisschen anders, weil mit den Erfahrungen aus Europa, mit dem europäischen Denken, gibt es hier in Paraguay viele, viele Möglichkeiten, die man ergreifen kann. So nehme ich Paraguay zumindest mal persönlich wahr. Ja, was die Kosten angeht, hatten wir nur Informationen von drei Personen, glaube ich. Und einmal hieß es 15.000 und zweimal hieß es 100.000. Die anderen haben null geschrieben oder keine Angaben gemacht. Ich würde bei einer Paraguay-Auswanderung persönlich die Kosten immer erstmal gering halten, bis man sich wirklich sicher ist. Ich würde nicht sofort eine Immobilie kaufen, ehrlich gesagt, auch wenn ich Immobilienmakler bin, aber ich sage ganz offen, was ich denke. Ich würde mir ein bisschen Zeit lassen und wenn dann die Entscheidung wirklich gefallen ist bezüglich des Landes und bezüglich der Region innerhalb des Landes und man den Markt auch ein bisschen kennt und Preise einschätzen kann, dann sollte man aktiv werden. Vorher wäre ich da noch vorsichtig. Was Autokauf angeht, auch da gilt, Markt vorher kennenlernen und sich dann sorgfältig für das richtige Auto entscheiden. Was äh, Container angeht, da war eine Empfehlung, lagert erstmal was ein in Europa. Und wenn ihr euch sicher seid, dass ihr wirklich nach Paraguay geht, dann holt die Sachen hinterher. Das spart euch unter Umständen dann zweimal eine Containerfracht. Also auch das ist ein wertvoller Hinweis. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich danke allen Zuschauern herzlich fürs Zusehen und freue mich darauf, euch bei einem der nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute und liebe Grüße aus Paraguay. Tschüss.